Ich fange mal an, ja? Also, wir haben eben in der Ratssitzung über das Thema Inklusion diskutiert und vor allen Dingen, und da vor allen Dingen die schulische Inklusion, nämlich die gemeinsame Beschulung von Kindern mit Behinderung und Kindern ohne Behinderung. Die CDU und die FDP hatten dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht. Das würde uns ja im Grunde erstmal freuen, wenn sich da etwas bewegen würde. Aber leider stellte sich der Antrag, der hieß Inklusion, Förderung und Schutz für unsere Kinder, als ein Verhinderungsantrag heraus. Und zwar ging es darum, dass die Landesregierung jetzt im Bereich der schulischen Inklusion ganz viel bewegt und Dialoge gestartet hat, also mit den Verbänden gesprochen hat, mit den Schulen gesprochen hat, mit allen, mit den Elternverbänden auch, mit allen, die dazugehören und eine große Kampagne auch macht und daraus, aus diesem Ganzen entwickelt sich dann ein Gesetzesentwurf, der jetzt sozusagen in die erste Lesung gehen wird und natürlich gibt es dazu Rückmeldungen und der wird sicherlich auch nochmal überarbeitet werden, aber der ist eigentlich schon ein Meilenstein für das, was passieren soll, nämlich dass so viele Kinder wie möglich eben nicht mehr in einer Förderschule unterrichtet werden, sondern gemäß dem, was die Eltern und die Kinder sich auch im großen Teil wünschen, an einer Regelschule beschult werden. Und gefällt CDU und FDP nicht und sie haben in dem Antrag, den sie hier im Rat gestellt haben, gesagt, dass das alles unzureichend wäre, was in der Landesregierung passieren würde. Man müsste das ganze Verfahren anhalten, bis genügend ausreichend Geld zur Verfügung gestellt worden wäre, weil das müsste ja nicht die Stadt bezahlen, sondern alles das Land und bis eine ein komplexer Verfahrensablauf dargestellt worden wäre. Und in meinen Augen ist das ein reiner Verhinderungsantrag, weil CDU und FDP das eigentlich noch nie wollten, dass alle Kinder gemeinsam beschult werden. Und das hat sich heute auch in der Ratssitzung wieder so dargestellt.